Hallo Freunde, willkommen zurück auf Hof Bergmann. Wir sind noch am Ernten, noch eine Mission. Zwei haben wir hinter uns, eine müssen wir noch. Und so wie das aussieht, kann ich nicht mehr raus. Hier ist Feierabend. Das sind die Öffnungszeiten dort. Dann bleibt er da stehen. Hier sind wir zwei Dreschern dran, die sich gerade gegenseitig im Weg stehen. Dann brechen wir den hier ab. Einmal abtanken, bis der andere auch noch fertig wird. So. Hier sind wir gleich fertig. Das heißt, wir kriegen den Hänger voll, brauchen nicht zwischendurch, können den Hänger zu Reifeisen schicken und da stehen lassen. Nehmen. Jetzt wollen wir nichts verkommen lassen. Nicht, dass es da ist, wir sind nicht fertig geworden beim Heimfeld. Machen wir den Map-Check. Da ist sauber. Fertig und einmal zur Reibe. Zur Reifeisen. Reibe wäre Bank, das ist falsch. Zur Bank, also Reifeisen. Der ist angekommen, der kann dann da warten, bis wieder aufgemacht wird. So, dann sind wir da fertig. Das ist 1, 2, die 20 fehlt noch. Du bist noch nicht dran. Unseren Tieren geht's gut.
Das heißt, ich warte hier auf den anderen Abfahrer noch. Und dann schauen wir weiter. Ich habe jetzt die letzte Beta-Version gesehen von Hof Bergmann, was Neues kommt. Es wird noch kleiner von der Arbeitsweise. Es wird noch kleinere Beutel abgefüllt. Es wird viel Handarbeit. Es wird Käse wird noch detaillierter mit Labanreicherung. Leider nicht so meine Arbeitsweise. Ich habe jetzt gedacht, man könnte was aufbauen. Und das, was ich versucht habe. Also für mich heißt es, ich werde die neue Version wohl nicht mitmachen. Ich werde jetzt dieses Projekt zum Ende bringen. Ich werde es nicht einfach abbrechen. Ich werde jetzt alles zum Ende bringen, Sachen verkaufen, gucken, wie ich herauskomme. Und dann werde ich mir wohl ein neues Projekt suchen. Aber erstmal schauen wir, dass wir das hier zum Abschluss bringen. Das heißt aber, wir können uns von ein paar Sachen trennen. Das heißt, wir haben 200 Hühner. Es ist nicht viel mit den 7 Euro, aber besser als nichts. Für mich ist es einfach interessant zu sehen, was ich erwirtschaftet habe. Wir haben angefangen, glauben mit 1,2 Millionen, davon aber schon wieder 250.000 Schulden. Kredit, gerade nicht Schulden, Kredit. Und die Frage ist nach, ja, bald 80 Folgen, was ich da erwirtschaftet habe. Hat sich das ganze Projekt rentiert? Bleibt was über? Gelernt habe ich einiges, klar. Sind jetzt Sachen, die ich, Fehler, die ich bei anderen Projekten dann vielleicht nicht mehr mache. Aber das ist bei jedem Projekt so. Seasons ist immer eine Herausforderung. Jetzt bleiben, dadurch, dass die Tiere erst trächtig werden müssen, die Kühe, bevor sie überhaupt Milch geben. Also ein Hof voll zu packen ist schwierig, weil so. Also ich bin gerade mit dem Verkauf etwas überfordert. Es wird viele Sachen jetzt zum letzten Mal passieren. Ich werde jetzt zum letzten Mal Eier verkaufen. Wir schauen mal, was unser Käse macht. Ich glaube, die Hefe, die wir gekauft haben, können wir nicht verkaufen. Das wird also Verlust werden. Weil wir versuchen, alles, was ich habe, Silostände, alles irgendwo zu Geld zu machen. Einfach um Überblick zu haben, was wir gemacht haben.
Für die Zeit werden wir noch Käse weitermachen. Wir haben noch Milch da drin. Ich werde keine Milch mehr nachfüllen. Aber das, was da ist, muss verarbeitet werden. So. Jetzt hätte ich den gerne hingestellt. Jetzt. Es wird auch nicht so sein, dass ich in einer Folge alles verkauft kriege, dass wir sie wohl hinziehen. So, der Tank ist leer. Oh, das funktioniert von hier aus auch. Also das ist Wireless Milk. Das ist nicht schlecht. Scheint voll zu sein. Okay. Der Hunger läuft. Ah, der Hund geht jetzt an die Seite. Für drei Laibe lohnt es sich noch nicht, also es kann noch ein paar mehr dazu kommen. So, klar kann ich jetzt einfach Kühe verkaufen, aber nicht ohne sie vorher mal zu melken. Gut, das ist nicht viel. So, da müssen wir jetzt einfach von der Produktion abhalten. Das heißt, wir werden die Kühe verkaufen. Auch das, was ich jetzt an Futter und Stroh im Stall befindet, ist ein Verlust. Aber das kann man nicht wieder rausnehmen. So. Ich könnte jetzt Milch verkaufen, geht aber auch nicht, weil die auch Öffnungszeiten haben und da ist auch zu. Das heißt, ich begebe mich jetzt zur Kuhweide. Denn da gibt es auch noch Kühe. Von denen werden uns auch noch drin. Ich denke, dass ich vorspulen muss, weil ich die Ernte noch verkaufen muss, die vor der Reifphase steht.
so. Mal eben gucken, was wir in der Garage haben, was wir nicht mehr brauchen. Sowas hier. Brotkiste kann ich nicht verkaufen, weil ich erstmal gucken muss, ob da noch Brot ist. Milchkanne brauche ich nicht. Weinfässer muss ich schauen. Warte mal, da haben wir noch was. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Mal gucken, wie ich die Milch verkaufe. Sämaschine brauchen wir nicht mehr. Habe ich alles mit dem Hof gekauft, also gehört mir das ja auch. So. Das ist jetzt irgendwo noch ein bei der Reiber, glaube ich, stehen, der wahrscheinlich einen Motor anhat. Genau. Den hole ich mal aus. Ihr wartet bis zum Morgengrauen. Eigentlich können wir vorher, ich spule jetzt mal vor. Ich weiß gar nicht, wenn ich aufmache, 8 Uhr, 10 Uhr. Okay. Dann gehen wir da rein. Nur eins. Den schicken wir hinterher.
Dann können wir den mal an die Seite stellen. Der steht nur im Weg. Aber die werden verschwinden, wenn ich die Mission abschließe. Und das mache ich als erstes. Du bist leer. Okay. Ernteeinnahmen. Damit habe ich eigentlich die Mission erfüllt. Auch mal hier an die Seite und in den letzten. Ein Stück zurück. So, alles verkauft. Und dann schließen wir das mal ab hier. Drei Stück abgeschlossen. Das hat sich doch mal gelohnt. Und wir haben immer noch Schulden. Die können wir auf jeden Fall zurückzahlen. So, dich schicken wir jetzt mal zum Hof. Die beiden vorne sind wie erwartet weg. Die Düngespritze können wir eigentlich verkaufen. Bei dir ist die Frage, da müssen wir gucken, können wir Hühnerfutter verkaufen? Wir haben Hühnerfutter da. Schweinefutter, Ziegenmilch. Das sieht schlecht aus. Schweinefutter geht, habe ich aber nicht. Also ich kann Hühnerfutter nicht verkaufen. Schade. Das wird ein Verlust also. Wohl, wenn ich das Hühnerfutter oder das Weizen jetzt abfülle, könnte das Weizen sein. Wärst du noch reif? Sieht nicht so aus. Dann machen wir doch damit mal an. So, wir machen mit dieses Video Schluss. Ich werde gucken, ob ich das Hühnerfutter abfüllen und verkaufen kann. Vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt wird ein Abschied erfragen. Erst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal.